Ja, ich fahre heute zu meinem VW-Händler, weil da gibt es eine kleine kosmetische Korrektur. Hallo, ich bin's, euer der Kimmelmann. Soll in dem Video jetzt aber eigentlich gar nicht um die kosmetische Korrektur an sich gehen. Also ich kann euch das ja mal kurz einblenden. Also diese ganze Leiste hört man ja auch. Die ist ja irgendwie überhaupt nicht unter der Haken. Hier eingehakt und ich vermute mal, hier hinten ist sie sauber drin, allerdings zieht sie sich ein bisschen vor. Das erkennt man dann hier im Endeffekt auch an diesen Dingern, weil sie sitzt einfach nicht drin und dann bräuchten wir mal einen kurzen Fixetermin. Ja, also dieses Leuchtenband ist hinten aus dieser Verankerung gesprungen. Auf jeden Fall beult es sich jetzt in der Mitte nach vorne. Ja, links und rechts, die Distanzen sollen normal sein. Also es ist jetzt nicht sozusagen links und rechts so weit nach innen gezogen, sodass es außen, dass es quasi in der Mitte vorspringt, sagte mir zumindest der Service. Gut, aber es soll eigentlich gar nicht darum gehen, dass das so eine kleine Blessur ist. Es geht hier vielmehr darum, ja, wie läuft das halt so ab in Bezug auf ja, Service von VW. Also ich habe heute Morgen das kurze Video, was ich da gerade eingeschnitten habe, ja, meinem Verkäufer geschickt und habe gesagt, hör mal, sieht aber ein bisschen komisch aus, da müssen wir uns mal drum kümmern. Ich weiß ja auch nicht, ob da irgendwie Wasser reinläuft oder ob das dicht ist und es sieht halt nicht gut aus und es knarzt und ja, was man denn da machen könnte, da bräuchte man wohl mal so einen kleinen Fix-It-Termin. Ja, er hat sich sofort zurückgemeldet. Innerhalb von 5 Minuten kam die Antwort auf meine Mail. Ja, er hat es weitergegeben, bei mir meldet sich einer. Dann hat es ungefähr, ja, 2 Stunden gedauert. Dann rief halt der Service-Mitarbeiter an und sagte, ja, haben wir uns bei unserem ID.4, dem Vorführer, mal angeschaut. Also da sah es auch nicht so hübsch aus. Wir haben uns mal angeguckt, was man machen muss. Das sind eigentlich nur so 2 Schrauben und eine Klemme oder sowas. Die muss man im Endeffekt lösen und dann können wir das innerhalb von 10 Minuten machen, ja, wann ich denn Zeit hätte. Da habe ich gesagt, ja, muss ich mich da anmelden? Sagt er, ja, wäre schon schön, wenn ich mich kurz vorher anmelden würde, ja, wie es denn heute aussehe, ob ich vielleicht Zeit hätte, weil er wäre bis 18 Uhr da. Da habe ich gesagt, naja gut, dann komme ich halt so gegen 16.30 Uhr zu euch und dann macht ihr das kurz. Und dann hat er gesagt, ja, dann machen wir das. Also das ist der Vorteil, wenn die Servicepartner sozusagen immer ansprechbar sind und man sozusagen auch sofort eine Rückmeldung bekommt. Ich meine, ich hätte auch anrufen können, aber ich habe gedacht, naja, so eilig ist es nicht. Schreib halt eine Mail, gucken wir mal, wann er antwortet. So, und das sind alles so Sachen, ja, die muss man halt immer positiv bewerten. Ob das jetzt schlimm ist, dass da das Heckleuchtenband irgendwie rausgesprungen ist oder nicht, das ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal, muss man halt machen. Und wenn man sofort einen erreicht, dann kriegt man halt einen Termin. Ja, da fahre ich jetzt hin und hoffe, dass das auch innerhalb dieser 10 Minuten eingepasst wird und ich dann wieder einen schicken Captain Blaubeer habe und nicht so einen leicht nach hinten aufgequollenen Captain Blaubeer, der so ein bisschen so aussieht, als würde die Corona-Pandemie uns sozusagen ihm noch mehr Speck bescheren. Ja, und er deshalb ein bisschen aus den Nähten platzen. Ja, dann bin ich auch schon ein bisschen gefragt worden, ob ich das jetzt bedauere, dass ich den ID.4 genommen habe, wo jetzt der ID.4 GTX vorgestellt wurde. Nein, bin ich nicht, weil, wohlgemerkt, also ich bin ja jetzt keiner, der auf diese Performance Wert legt. Den Allradantrieb brauche ich persönlich auch nicht. Und ich finde auch, es ist ein bisschen wenig GTX-mäßiges an diesem ID.4 und ja, ich habe am Anfang immer gedacht, okay, ich habe eine zweifarbige sozusagen Seitenflanke, wo dieses Plastik halt in Grau unten ist und darüber die blaue Tür. Und ich habe immer gedacht, naja, hätte man vielleicht auch in einer Farbe machen können. Aber ich persönlich finde, diese einheitliche Farbe, die es jetzt beim GTX hat, macht diese Türlinie beim ID.4 einfach zu hoch. Das sieht zu wuchtig aus, weil es einfach
unglaublich sozusagen ja voluminös ist vom Boden bis oben zur Fensterkante. Also ich persönlich finde auch von der Optik tatsächlich den ID.4 First Max, den ich jetzt habe, also auch optisch schöner als den GTX. Und insofern habe ich mich da nicht geärgert. Mal ganz abgesehen davon, den GTX hätte ich sowieso nicht gekauft, weil die Umweltprämie da nur für diese PS-Zahl es mir halt nicht wert wäre, dass man halt weniger Umweltprämie bekommt. Ja, dann werfen mir die Leute ja immer so ein kleines bisschen vor, ich bin viel zu wenig erfreut über den ID.4 oder ich stelle immer nur das Negative heraus. Also ich neige ehrlich gesagt nicht dazu, die ganze Zeit immer die positivsten Sachen herauszustellen. Also mal um das klarzustellen, ich bin total zufrieden mit dem ID.4. Der ID.4 erfüllt alle meine Anforderungen, die ich an den ID.4 gehabt habe. Er paart einen relativ geringen Verbrauch mit einer relativ hohen Reichweite bei geringen Unterhaltskosten. Er ist wirklich angenehm zu fahren, er ist leise, er ist für mich vollkommen ausreichend von der Geschwindigkeit oder vom Leistungsvermögen nach wie vor. Ich fahre immer noch auf Eco, also weder auf Komfort noch auf Sport. Er hat eine sehr angenehme direkte Lenkung, er hat einen super kleinen Wendekreis, er ist sehr gut gedämmt. Er hat ein tolles Fahrwerk mit diesem dynamischen Fahrwerk, was hier drin ist. Er gefällt mir ja von innen. Ich habe mich total dran gewöhnt. Ich vermisse jetzt ehrlich gesagt nichts. Es klappert nichts. Er ist innen sehr gut verarbeitet. Er hat außen in den Finish Lines halt die klassischen Sachen, wie so ein First Edition Modell aussieht. Da gibt es sicher noch Potenzial zur Verbesserung. Sieht aber von außen super aus, sieht von innen sehr gut aus. Die Sitze sind super bequem. Ansonsten funktioniert bei mir technisch weitestgehend alles. Die Sprachsteuerung, naja gut, also wenn ich mich genau daran halte, was ich sagen darf, laut VW oder wie ich es sagen soll, dann funktioniert sie auch einigermaßen. Er macht eine Ladeplanung, gut, die mir vielleicht nicht immer gefällt, aber in den Bereichen, in denen ich mich bewege, ist es ein fantastisches Auto. Es gibt Autos, die haben ganz tolle andere Qualitäten, das will ich da gar nicht in Abrede stellen. Der ID.4 erfüllt aber das, was ich an ihn an Anforderungen hatte, bisher zu absolut 100%, und deshalb bin ich absolut zufrieden mit dem Auto. Ich hoffe, das war mal positiv genug. Ja, die ganze Aktion hat keine 10 Minuten gedauert, wie er es halt gesagt hat. Reingefahren, hinten dieses Band rausgeschraubt, reingedrückt, festgeschraubt. Ja, und dann konnte ich auch schon wieder fahren. Gleichzeitig habe ich noch drum gebeten, den Kennzeichenhalter vorne entweder höher zu platzieren oder halt die Kennzeichen direkt auf der Platte zu verschrauben, weil bei den Einparksensoren manchmal dieser Kennzeichenhalter tatsächlich ein bisschen das Parkgepiepse beeinträchtigt hat. Ja, dann schauen wir uns das Ergebnis gleich mal an. So, und jetzt ist das ist die Linie, nachdem wir es gefixt haben. Also wie man sieht, es steht immer noch ein bisschen raus, sagt er, aber das hat er irgendwie nicht anders, weil die Klipse das nicht weiterhalten. Also hier ist es ganz bündig, aber hier steht es einfach ein bisschen raus. Aber das geht halt nicht besser, weil das Ding geht nicht weiter rein. Aber es ist jetzt halt wieder komplett fest. Eben war es ja überhaupt nicht mehr fest. Ja, soweit alles gut. Und was wir natürlich auch noch haben, ist, vorne wurde jetzt der Kennzeichenträger ein bisschen höher gesetzt, weil da müsst ihr drauf achten, diese Sensoren hier werden ansonsten von diesem Kennzeichenhalter beeinträchtigt. Wenn das immer noch passieren sollte, dann nehme ich den Kennzeichenhalter runter und dann wird das Nummernschild irgendwie dran geklettet. Ja, dann habe ich mal die Zeit genutzt, das ist ja auch gleichzeitig ein VW, Skoda, Audi Händler, also VW und Skoda sind direkt nebeneinander. Da habe ich dann auch mal Zeit gehabt, naja, was heißt Zeit, also mal kurz den Skoda Enyaq angeschaut. Ja, und meine Eindrücke, ja. Ja, dann werde ich auch immer gefragt, ob ich den Enyaq schöner finde. Also ich muss ganz ehrlich sagen, von vorne diesen matt, ganz normalen schwarzen Grill, also wenn das nicht dieser Porno-Kühner-Grill ist, nee, gefällt mir nicht. Also bin ich halt so, finde ich die ID.4 Front schöner. Die Seitenlinie von dem Auto ist extrem gut gelungen. Also die gefällt mir sehr gut, gefällt mir auch besser als beim ID.4.
sieht man ja halt nicht so viel. Also Innenausstattung ist schöner beim Enyaq. Und das Heck finde ich eindeutig beim ID.4 schöner. Also ich habe gemischte Gefühle, aber innen ist er eindeutig schöner. Ja, bereue ich nun den Kauf des ID.4, weil ich den Skoda Enyaq hätte haben können? Von innen ja, finde ich den Skoda schöner. Von außen nein, finde ich den ID.4 schöner. Ist natürlich immer im Auge des Betrachters, aber das, was mir halt gar nicht gefällt, ist der große, schwarze, zu Plastik-Kühlergrill. Ist halt überhaupt nicht mein Ding. Ich meine, ich fand den vorher, als sie den präsentiert haben, mit diesem beleuchteten Kühlergrill wirklich total toll. Ist aber nicht mein Ding. Und von hinten ist es auch nicht mein Ding, finde ich den ID.4 hübscher. Ich finde, die gesamte Form des ID.4 ist gefälliger. Liegt aber auch daran, weil der Skoda natürlich das deutlich größere Auto ist. Ja, was sage ich nun zum Service? Alles total gut geklappt. Morgens eine Mail geschrieben, nachmittags kurz einen Termin reingeschoben, festgemacht. Problem gelöst, Kunde fährt wieder, ist zufrieden, alles hervorragend. Ja, also Dank an sowohl den Verkäufer, den Herrn Rose vom Autohaus Nouvernet in Solingen, ist unbezahlte Werbung, ich bin aber sehr zufrieden mit denen. Ist auch nicht mein nächster VW-Händler, der bei mir quasi um die Ecke ist, sondern ich fahre halt jedes Mal lieber fast 20 Kilometer zu meinem Händler nach Solingen hoch, als dass ich den Händler bei mir um die Ecke nehme. Ja, und der Herr und der Klosek, der das hier alles festgemacht hat, auch danke, viele Grüße. Ich weiß gar nicht, ob ich die Namen nennen darf, ist aber auch egal. Also ich auf jeden Fall war sehr zufrieden mit dem Service und schnell gemeldet, schnell Termin gemacht, schnell geholfen. Alles vollkommen unkompliziert und das alles in Corona-Zeiten. Dafür gibt es einen Daumen nach oben. Ja, habe ich es denn eigentlich bedauert, dass ich den ID.4 First Mac so früh bestellt habe und jetzt nicht darauf gewartet habe, dass jetzt die normalen Modelle, die mir Auswahlspektrum bieten, quasi, wo man unterschiedliche Sachen noch sich auswählen kann, dass ich halt den nicht genommen habe. Bei mir gab es ja nur First Max, volle Hütte, so wie im Endeffekt da steht. Kann ich auch nicht sagen, dass ich das irgendwie bereut habe. Ganz einfach deshalb, weil der First mit dieser Ausstattung, die er hat, dieser First Max mit den Felgen, ob man sie jetzt braucht oder nicht, lass mal dahingestellt sein, tatsächlich vom Brutto-Listenpreis halt unter 60.000 Euro lag in dieser Ausstattung, die ich habe. Und wenn ich mir jetzt den Max konfiguriere mit dieser Ausstattung, die ich hier habe, ist es tatsächlich so, ja, dass die Preisgrenze von 60.000 Euro brutto für die 0,5%-Regelung überschritten würde. Das heißt, ich hätte dieses Auto gar nicht für die 0,25%-Regelung, ich hätte dieses Auto in dieser Ausstattung jetzt gar nicht mehr kaufen können. Insofern war auch diese Entscheidung, das frühzeitig zu machen und zu sagen, dann nimmst du halt einen Max, eventuell, dass der vielleicht noch ein paar Produktionsschwankungen hat, die irgendwie sich vielleicht in größeren Panel-Gaps oder zum Beispiel, dass da hinten vielleicht so eine Heckleuchtenband rausspringt, dass man das halt hat, das habe ich gerne in Kauf genommen dafür, dass ich jetzt eine 0,25%-Regelung habe mit einem voll ausgestatteten Auto.